Tim LP. Hier wird simuliert. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch zu einem brandneuen Video hier auf Tim LP und zwar zu einer LS22 Map Vorstellung. Ich habe mal wieder Lust, eine Map vorzustellen und habe auf der Internetseite vom ModHub eine Map gefunden, die heißt Neubartelshagen 2022 und die wollte ich mir mal zusammen mit euch angucken. Ich habe mir sie schon ein wenig angeguckt und werde sie in diesem Video für euch vorstellen. Und ich wollte jetzt erstmal ein paar kleine Infos zu dieser Map geben. Dann wollte ich ein paar schöne, Cinematic-Aufnahmen, nenne ich es mal, euch zeigen mit Musik hinterlegt. Und danach gucken wir uns zusammen diese Map an. Also, wie gesagt, die Map heißt Neubartelshagen 2022 und das ist ein reeller kleiner Ort am Grabauer Bodden. Ich habe auch nochmal bei Maps geguckt, wo das ist. Das ist zwischen Rostock und Rügen. Den Bodden kenne ich natürlich, ich als Raubfischangler. Also als Angler muss man den Bodden kennen oder die Bodden. Es gibt ja mehrere Boddengewässer. Dieser Ort oder der Bodden, wie gesagt, ist in der Nähe von Rügen in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und der Autor von der Map ist der Atze VR. Stand zumindest auf der ModHub-Seite. Ja, es sind alle Standardfunktionen des LS22 verbaut. Es gibt 16 Felder in verschiedenen Größen, zeige ich euch gleich nochmal richtig im Detail. Es gibt eine Pferdeweide, es gibt einen Schweinestall, es gibt einen Viehhandel, es gibt ein Multifruchtsilo, es gibt zwei Höfe, es gibt eine BGA, ein Sägewerk, ein Restaurant, ein Italiener, wenn ich das richtig gesehen habe. Also das ist ein italienisches Restaurant. Und eine Schreinerei gibt es, eine Ölmühle, eine Getreidemühle und eine Spinnerei. So, das waren ein paar Infos zu dieser Map. Jetzt zeige ich euch ein paar schöne Aufnahmen, die ich vorhin gemacht habe. Und dann, ja, bewegen wir uns mal über die Map und ich zeige ein paar markante Punkte. Und am Ende gebe ich euch so ein Feedback, was ich von der Map so halte. Ja, ich habe jetzt die Übersichtskarte geöffnet und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Karte an, gucken uns alle Verkaufsstellen an, gucken, wo liegen die Höfe, gucken uns die Geometrie der Felder an. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir auf die Map und gehen wirklich zu jeder Verkaufsstelle einmal hin, gucken uns die Gegend an. Und was schon direkt auffällt, ist die abenteuerliche Geometrie der Felder. Es kann ja wirklich sein, die Map ist ja oder soll ja einen realen Ort, einen realen Ort nachempfunden sein. Und vielleicht sind die Felder auch so, wie sie sind. Aber ich finde die Geometrie hier mit der Spitze und hier der Erweiterung von dem Feld 3 finde ich wirklich sehr abenteuerlich. Genauso wie Feld 6 hier die Geometrie. Ja, also ich bin auch kein Freund von richtig, also komplett rechteckigen Feldern. Also wenn wir eine Map haben, die nur aussieht, wo die Felder nur aussehen wie Feld 16 jetzt zum Beispiel. Aber das finde ich doch ein bisschen, also das würde mich beim Bearbeiten, glaube ich, stören. Aber mein Fazit, wie gesagt, kommt am Ende. Wir gucken erstmal, wir fangen hier oben links in der Ecke an, was wir hier haben. Und zwar haben wir hier die Biogasanlage mit 250 kW. Dann haben wir hier den Viehhandel, eine Getreidemühle und wir haben eine Spinnerei. Dann gehen wir nach rechts weiter. Da kommen zwei Felder. Auch wieder abenteuerliche Geometrie hier, finde ich. Vom Feld 12. Naja, ist halt so. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir nochmal einen Viehhandel, wobei ich das nicht ganz verstehe. Aber ich zeige euch, wieso ich das nicht ganz verstehe. Ich muss mal eben was gucken. Aha, okay. Also ich werde gleich erklären, wieso ich das nicht ganz verstehe. Dann haben wir hier ein Sägewerk. Und hier haben wir nochmal ein Sägewerk. Also hier ist generell das Sägewerk. Ladestelle für Hackschnitze ist hier. Und hier ist das Sägewerk an sich. Aber das gucken wir uns auch gleich noch im Detail an.
Dann haben wir hier eine Elektroladestation für eure fahrenden Powerbanks und hier ein Kornsilo und das gehört noch mit hier oben zum ersten Hof. Also hier ist ein Hof und ja, der Hof gehört mir und das, die Felder waren schon mit dabei und hier oben auch. Und ich glaube, hier oben ist quasi das Getreidesilo oder das Multifruchtsilo für diesen Hof. Meine ich zu wissen. Ihr könnt mich auch gern korrigieren, falls ich hier in dem Video irgendwie Stuss rede. Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Gut, gucken wir mal weiter. Hier unten haben wir eine Ölmühle und eine Schreinerei. Dann gehen wir, würde ich sagen, erstmal hier rüber zum Farmhaus. Hier haben wir ein kleines schnuckeliges Farmhaus mit einem kleinen Teich. Die Ecke gefällt mir ganz gut. Die zeige ich euch gleich mal. Da stehe ich auch. Da fangen wir auch an. Dann haben wir hier einen großen Schweinestall. Ich glaube, da passen 240 oder 270 Tiere rein. Aber das kontrollieren wir gleich nochmal. Dann haben wir hier, müsste der zweite Hof sein. Wenn ich mich nicht vertue, ist das der zweite Hof. Große Hallen. Und ja, hier liegen überall so Betonplatten. Die findet man immer auf der ganzen Karte. Dazu sage ich noch was, aber auch hier kann es ja sein, dass die Betonplatten wirklich so sind, wie in dem echten Ort. Ja, aber ich sage da gleich noch was zu. Also, Farmhaus, dann haben wir hier den großen Schweinestall, hier den zweiten Hof, hier den ersten Hof. Also ich vermute, wie gesagt, dass das der erste Hof ist und das der zweite Hof. Genau, hier haben wir Flüssigdünger, Saatgut, großer Treibstofftank, dann haben wir hier einen Wassertank, dann haben wir eine Kalkstation, dann haben wir da die Pferdeweide und den Fahrzeughändler direkt am Hof. Das finde ich ganz geil, weil mich nervt es irgendwie immer den Fuhrpark vom Shop zum Hof rüber zu holen. Zuletzt gemacht ja immer ein England-Projekt, wo ich auf der Cormston Farm spiele. Falls ihr das noch nicht kennt, guckt mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Da kommen auch nächste Woche wieder neue Folgen. Ich muss das nur noch vorbereiten. Okay, und dann haben wir hier unten noch das Restaurant. Das waren alle Verkaufsstellen und alle Trigger. Wie gesagt, zu den Feldern habe ich schon was gesagt. Hier gibt es auch kleinere Felder. 15 ist eine recht schmale Weide zum Beispiel. Ja, die 16 ist ein bisschen kleiner. Und die 14, da haben wir noch eine kleine Weide. Ja, und sonst, obwohl die anderen Felder sind relativ groß. Wobei 12 ist kleiner. Ja, die 1 kann man noch zum kleinen Feldern zählen. Und ja, die 13. Aber wir gucken uns das gleich mal aus der Vogelperspektive an. Und ich schätze, dass das der Bodden sein soll. Ja. Der Grabsbauer Bodden, oder wie habe ich den gerade genannt? Ich habe es vergessen, am Anfang habe ich es ja genannt. Naja, gucken wir uns gleich an. Wir sind hier erstmal bei den Farmhaus und ich würde sagen, hier fangen wir auch an. Wie gesagt, kleines schnuckeliges Farmhaus. USA-Flagge ist ein bisschen komisch, aber vielleicht wohnt hier ja ein USA-Fan. Dann haben wir hier eine kleine schöne, kleinen schönen Holzunterstand, hier mit dem Pickup und der Werkstatt. Eine kleine Werkstatt drin. Ja, das gefällt mir ganz gut hier. Also wie gesagt, die Ecke finde ich ganz schön. Hier drüben haben wir noch eine alte Halle, die können wir nicht nutzen. Aber so detailmäßig ist die Ecke wirklich ganz schön. Hier haben wir noch den Teich. Könnte mal ein bisschen angeln gehen. Das wäre cool, wenn man im LS22 noch angeln könnte. Ne? Das wäre genau meins. Aber da warte ich auf ein ganz bestimmtes Spiel. Ultimate Fishing 2 soll eigentlich dieses Jahr rauskommen. Aber ich schweife ab. Ja, gucken wir hier noch weiter. Hier haben wir direkt den Schweinestall, den großen. Und hier passen, tada, 270 Schweine rein. 270 Schweine passen hier rein. Hier Abladestation. Und ich glaube, also hier auf der Map gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Hallen von Hörmann. Und was ich aber direkt machen wollte, bevor wir uns den Rest von der Karte hier angucken. Das habe ich eben entdeckt. Das finde ich ganz lustig. Hey. So, rechte Maustaste zu werfen, ne? Ja, okay, das geht besser. Kann man die jetzt wieder aufstellen? Ich glaube, wird schwierig, ne? Okay, das kann man wahrscheinlich nur einmal machen. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes hin wollen. Ich würde sagen, wir besuchen den großen Hof. Wir klappern jetzt alle Trigger mal ab hier, alle markanten Stellen auf der Map und dann fliege ich einmal drüber, dass wir uns die Felder mal von oben ansehen können. Und dann, wie gesagt, gibt es mein Feedback dazu. Wobei ich
zwischendurch auch einfach mal meine Meinung äußern werde. Also hier müsste, hier haben wir ein Silo. Ja, ich stehe doch gerade vor dem Silo, die Kalkstation, genau. Hier haben wir die Kalkstation und hier sind diese angesprochenen Betonplatten. Und ich finde die echt nicht schön. Also das ist so wie so Panzerplatten. Ihr kennt ja diese Panzerstraßen, diese Panzerbetonplatten. Und ich weiß, ich habe das schon häufiger in Niedersachsen oder wo auch immer. Irgendwo habe ich das mal gesehen, ganze Straßen damit. Aber die sind, finde ich, nicht schön verlegt und die ziehen sich irgendwie über die ganze Map. Aber auch hier kann es sein, dass das in Wirklichkeit auch so ist. Aber mein Fall ist es nicht. So, hier ist der erste Hof, was ich gesagt habe. Und hier gucken wir uns die Hallen an. Wie gesagt, alles Hörmannhallen. Wenn ich mir den Hof so angucke, sieht er relativ trist aus. Ich mache mal die Hallen auf. Ich finde es gut, dass es große Hallen hier gibt. Aber es gibt halt sehr viele gleiche Hallen, ne? Hier haben wir eine schöne, mitten in der Halle, so eine Chill-Out-Ecke. Ne? Für Geschäftsgespräche. So ein Büro stelle ich mir auch anders vor, aber irgendwie ist das ganz lustig. Dann haben wir hier noch eine große Halle. Ja, die Holzhalle gefällt mir schon besser. Aber dann haben wir hier hinten wieder so eine große Halle. Auch von Hörmann. Ich glaube, alle Hallen, die hier verbaut sind, sind von Hörmann, wenn ich mich nicht täusche. Ja, finde ich, hier kriegt man ordentlich Gerätschaften unter, ja. Aber ich finde das jetzt nicht detailreich, ne? Ich stehe ein bisschen auf so detailreiche Höfe. Man kann sich hier den Hof ja auch selber bauen. Ja, müsste man eigentlich. Also man müsste den Hof hier selber gestalten können. Aber wie gesagt, ich finde den so nicht schön, so nicht detailreich. Auch mit den Betonplatten, das ist nicht so meins. Ja, okay. Aber gehen wir mal weiter. Hier haben wir, wie gesagt, Dünger haben wir gesehen. Flüssigdünger, Saatgut, großer Treibstofftank. Da ist er. Genau, hier ist der große Treibstofftank. Ja, alles da, was man eigentlich braucht. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen trist. Okay, gehen wir mal hier oben zur Biogasanlage. Ja, hier haben wir die Biogasanlage. 250 kW. Haben wir ja gesagt. Und daneben ist der Viehhändler. Hier das kleine Gebäude ist okay. Ja. Aber auch hier, obwohl hier ist es ein bisschen detailreicher. Aber im Vergleich zu anderen Maps, im Vergleich hier zur Kormsten Farm alleine, fehlen mir hier wirklich die Details. Dann haben wir hier die Mühle. Mit dem Trigger zum Abladen. Genau, das ist die Getreidemühle. Und dann haben wir noch hier hinten. Hier die Spinnerei. Das finde ich ist ein sehr schönes Gebäude. Ja. Schön alt. Also das gefällt mir ganz gut. Und hier haben wir noch zwei große Silage-Silos. Ja, ich glaube, dann habe ich hier oben die BGA. Den Viehhandel, Getreidemühle und Spinnerei habe ich abgefertigt. Dann gehen wir mal rüber zu den Viehhandel. Also hier steht Viehhandel. Aber das sind ja Silos, ne? Vermute mal. Ich weiß nicht, was man hier abkippen soll. Kann man hier Mist abkippen? Kann man hier Mist verkaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Obwohl, das gehört... Nee, das gehört nicht zu dem Hof. Also... Ich weiß nicht, was ich hiermit anfangen soll. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Das heißt auf jeden Fall hier auch Viehhandel, aber ich kann damit nichts anfangen. Falls euch, falls ihr einen Schimmer habt, was man hier machen kann, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Auf jeden Fall gibt es hier ein Dixie-Klo, ne? Also in der Not kann man sich hier mal erleichtern. Dann rennen wir mal rüber zum Sägewerk. Hier wieder diese Betonplatten. Dann ist ein bisschen was frei und da, wo was frei ist, liegen schon ein bisschen Hackschnitzel. Also hier kann man, hier gibt es einen Abladetrigger für Hackschnitzel und hier haben wir das Sägewerk. Da finde ich, wie gesagt, ganz schön, außer diese Betonplatten, die sind nicht so ganz mein Fall. Dann gehen wir hier mal rüber, das gehört zum Hof, wie gesagt. Hier haben wir die Elektroladestation, die Hörmannhallen. Zwei große Hallen. Wie gesagt, die Holzhallen, die feiere ich.
Und hier haben wir Multifrucht-Silo für, hier kann man Silage, Mais, Sojabohnen, Raps, Kartoffeln und Hafer abladen. Ja. Aber auch hier, ich hätte mir da einen anderen Boden gewünscht einfach. Aber ich will das jetzt nicht auch 10-mal wiederholen. Ja. Okay, dann gehen wir weiter zur Ölmühle. Hier haben wir die Ölmühle. Natural Oils. Ja, also hier haben wir die Ölmühle. Produktion. Dann haben wir hier Workshop. Was haben wir hier? Was ist das? Schreinerei. Natürlich. Hier haben wir die Schreinerei. Und hier noch ein Sammelobjekt. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Ja, 1000 Euro. So einfach kann man es verdienen. Sowas hätte ich mir halt mehr gewünscht. Wobei, wenn ich richtig gucke, steht das Gebäude ein bisschen hoch, oder? Soll das so sein? Weil hier, das ist ein Doppeltor. Und normalerweise kann man dann da was hier drin parken oder was auch. Also parken wird das schwierig mit der Kante. Ihr seht das, ne? Das Tor fängt hier unten an. Das müsste eigentlich ein bisschen weiter runtergesetzt werden. Oder ist das mein Fehler? Oder soll das so sein? Keine Ahnung. Eine Sache möchte ich mal eben gucken. Nee. Muss es anstellen. Achso, ich dachte erst, hier wäre irgendwie so Photovoltaik auf der alten Hütte. Okay. Ja, dann haben wir uns den Part hier oben auch angeguckt. Dann gehen wir mal rüber zum Restaurant, zum Italiener. San Giovanni. Ja. Also Pizza aus Neapel. Eine Pizzeria hier. Okay. Aber auch hier, mir fehlen einfach die Details. Hier, okay, das mit dem Kinderspielplatz ist ganz nett gelöst. Hier die Birken, die da stehen, gefallen mir. Hier die Häuser auch. Eigentlich. Aber so ein bisschen mehr Details hätte ich mir einfach gewünscht an der Stelle. So, und dann haben wir auch die Trigger alle durch. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Luft. Oh, habe ich ja schon an. Und wir gucken uns mal die Felder an. Und die Felder sind groß. Guckt euch mal die Felder an. Wir sind hier bei Feld 6. Also das ist schon groß. Ich würde sagen, das ist nichts für kleine Geräte, außer ihr sucht eine meditative, einseitige Beschäftigung. Dann würde ich euch zu kleinen Gerätschaften raten und geht auf diese Karte, weil hier gibt es mehr große Felder als kleine Felder. Aber auch, klar, in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, das ist hier alles sehr flaches Land. Aber ich glaube, auf der ganzen Karte gibt es nicht einen Höhenunterschied. Es gibt, glaube ich, nicht einen Höhenunterschied hier. Und hier sieht man die ausgefallene Geometrie. Wie gesagt, ich bin auch kein Fan von Karten, wo alle Felder nur rechteckig sind. Ja. Aber das ist dann doch ein bisschen abgespaced. Und wenn ihr euch das anguckt von hier oben, also man sieht ja wirklich, man sieht ja nicht wirklich viele Details. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es fehlt wirklich an Details, meiner Meinung nach. Genau, jetzt fliegen wir mal rüber zum Bodden hier, gucken uns den auch einmal an. Also die Uferregion. Weil eine Karte muss nicht nur funktionell sein, die muss ja auch was fürs Auge sein. Meiner Meinung nach. Ich feiere die Colmson Farm. Deswegen habe ich da auch mein England-Projekt. Und bald startet auch mein Oldtimer-Projekt auf der Old Streams Farm, wenn sie von Black Sheep Modding rauskommt. Die ist gerade noch in der Prüfung, die Karte. Dann werde ich eine Map-Vorstellung dazu machen. Und dann werde ich auch direkt schon mit meinem Oldtimer-Projekt starten. Ich habe schon sehr, sehr geile Oldtimer-Mods. Ihr könnt da gespannt sein. Ja, abonniert den Kanal auf jeden Fall, falls ihr das nicht verpassen wollt. Ein abgefahrenes Ufer hier. Seht ihr das? Die Pflanzen. Geht einfach unter Wasser komplett weiter, ne? So. Ah, ich muss das Fliegen, glaube ich, ausstellen. Ja, hier sieht man das. Also hier ist noch Land und dann eine abrupte Kante. Ja,
Also, alles in allem, jetzt kommt mein Fazit. Die Map hat vereinzelt schöne Ecken, aber an sich fehlt es mir wirklich an Details. Ja, es gibt keine Variation in der Höhe des Geländes. Es ist alles flach und ich weiß, dass es in der Region flach ist. Ja, aber ein bisschen Höhenunterschied hätte der Karte auch ganz gut getan. Vielleicht nochmal ein paar kleinere Felder einbringen und aus den großen Feldern mehrere kleine Felder machen. Wie gesagt, es kann auch sein, dass das sehr, sehr originalgetreu ist, aber ich sage das jetzt nur aus meiner Sicht. Die Geometrie der Felder finde ich ein bisschen zu abgespaced. Ja. Also man kann die Karte, ja, man kann sie spielen. Für mich ist es nichts, weil ich halt, ich liebe es, auf einer Karte rumzufahren und immer neue Details zu entdecken. Und wie gesagt, eine Karte muss nicht nur funktionell sein, sondern sie muss auch schön sein. Und für mich fehlt es dieser Karte an mehreren Punkten, sodass ich sagen würde, dass ich sie halt spiele. Aber ja gut, das ist eine subjektive Meinung. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Den Download-Link gibt es in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Falls euch diese Map-Vorstellung gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Euer Tim, macht's gut. Ciao. I can be a diamond so tough, hand out a moon and take a trail.